Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 11 News Update. Heute geht es um die neue Legende. Die meisten Dataminer, sämtliche YouTuber, die regelmäßig Apex News bringen, sind sich eigentlich relativ sicher, es wird Ashe sein aus dem Titanfall-Universum. Ich möchte euch heute verraten, wie die Ulti-Fähigkeit sein soll, wenn sie bis dato nicht überarbeitet sein sollte, was ich nicht glaube. Es gibt nämlich aus, oh Gott, es ist über 5-6 Monate her, da hat Biased 12, ein Dataminer, ein Gameplay gezeigt auf dem Trainingsgelände. Es muss irgendein Respawn-Mitarbeiter sein, wo aber Respawn nicht hinterher steigt, wer es war. Es gab Playtests auf der Switch und auf der Switch gibt es keine Mods oder sonst was. Ihr wisst es wahrscheinlich, wenn ihr euch regelmäßig mit YouTube beschäftigt. YouTube wird mittlerweile mit irgendwelchen Mod-Videos überflutet, wie zum Beispiel auch damals das Video über Blisk mit seinem Titan. Das war kein Fake, das sind Playtests auf der Switch gewesen. Und es gibt irgendwo jemanden, der Zugriff zu den Playtests auf der Switch hatte und der hat das alles abgefilmt, hat aber sein Gamertag überblendet. Ich zeige euch gleich von Ashe die Ulti in Gameplay. Es ist verrückt, wenn es wirklich so kommt, wie es soll. Und auch Ace Hugh, der bekannte Streamer, Pro-Player, wahrscheinlich der beste Spieler der Welt, in Apex. Er durfte Season 11 schon antesten. Ich blende euch gleich ein, was der sagt. Und es passt eigentlich nur, dass es Ashe sein kann. Und warum, weshalb. Wenn jetzt jemand rätselt, Mensch, wer ist eigentlich Ashe? Ich kenne mich mit Titanfall nicht aus und so weiter. Ich blende euch einfach mal Season 5 ein. Wer schon seit Season 5 dabei ist, erinnert euch, da hatten wir erstmalig und letztmalig, sage ich mal, Gameplay-Quests. Und da haben wir diesen Helm zusammengebastelt. Und aus diesem Helm wurde Ashe. Wir haben den Körper von Ashe gefunden. Hier übrigens nochmal Ashe. Wer immer noch nicht weiß, wer Ashe ist. Arena-Teaser in Season 8. Oder hier Ashe als Hologramm. Sie ist die Veranstalter der Arena-Spiele. Und ich werde euch jetzt mal einblenden, was ASU sagt, ohne Namen zu nennen. Achtung. I can't wait for you guys to see the next agent, the next legend. Wraith is actually just never gonna be played. Also er sagt eigentlich, er ist felsenfest davon überzeugt, dass sämtliche Wraith-Mains nie wieder Wraith anfassen werden. Denn Ashe ist die einzige Legende, die Wraith-ähnliche Fähigkeiten hat. Und ich zeige euch jetzt, was sie können soll. Ich blende es euch erstmal ein und dann finde ich ein paar Worte dazu. Und dann bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Das sieht jetzt erstmal nicht spektakulär aus, aber sie soll sich durch Wände porten können. Ich blende es euch nochmal ein. Ihr seht auch unten links kurz mal das Icon von Ashe. Ihr seht so eine Roboterhand, ein Simulacrum, wie Revenant 1 ist oder einer ist. Und hier sehen wir, ich mache hier kurz Pause, gerade die Distanz, wie weit sich teleportiert wird. Und er erzeugt oder sie erzeugt damit ein Portal. Und wir können davon ausgehen, dass das Portal natürlich deine Mates nutzen können. Und dass das natürlich auch Gegner wahrscheinlich nutzen können. Aber wenn wir uns durch Wände teleportieren könnten, dann nimmt Apex Legends nochmal eine ganz andere, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das geil finden soll. Und du siehst richtig, durch diese Blitze werden diese beiden Portale miteinander verbunden, wo wir dann nochmal rein und rausgehen können. Das seht ihr hier. Es ist einmal das Zielportal und einmal geht er wieder in dieses Portal zurück und kommt dann wieder da raus, wo er sich ursprünglich hin teleportieren wollte. Das gibt Apex nochmal eine ganz andere Wendung in Sachen Spielweise. Movement, wenn sich Leute verkämpfen. Kannst du einfach dich in ein Gebäude teleportieren? Was mich jetzt schon interessiert, ob man vielleicht sogar, während man im Jumppad im Flug ist, vielleicht sogar in einer höheren Etage schnell die Ulti zündet, gegen die Wand und portet sich sofort in dieses Gebäude. Und dadurch nehmen auch Legenden wie Watson Kurstick nochmal eine völlig andere Bedeutung ein. Wenn du dich verbarrikadierst, kannst du das natürlich
mit Watson sehr gut machen, Zäune. Da musst du sogar Zäune von Wand zu Wand stellen, ohne dass da eine Tür ist, um zu verhindern, dass eine Ash dich vielleicht pusht mit diesem Teleport oder halt das ganze Haus mit Gas zu ballern. Keine Ahnung, es nimmt auf jeden Fall Formen an, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob das so geil ist, ob das vielleicht too much ist oder ein Revy-Push. Dein Teammate ist Ash, knallt da dieses Portal durch die Wand, du haust ein Revenant Totem hin, pusht durch das Portal und bist in dem Haus. Das ist crazy. Ach so, ich habe noch eine taktische Fähigkeit. Hier ist aber auch noch nicht sicher, ob das so kommt. Die taktische Fähigkeit könnte sein, dass wir etwas werfen, so wie bei Seer ungefähr mit dieser riesen Kuppel. Das schmeißt du hin und rund um dieses Device, keine Ahnung, wie ich es jetzt nennen soll, gibt es Flächenschaden in einem Umkreis von, keine Ahnung, ein paar Metern. Und wenn Leute halt, also Gegner in diesem Umkreis stehen, kriegen sie wohl Schaden über Zeit. Bin ich mal gespannt, habe ich aus früheren Leaks mal noch so in Erinnerung, ob das jetzt so kommt. Sollte man trotzdem noch mit Vorsicht genießen, das möchte ich nochmal betonen. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt, ob das nicht ein bisschen zu heftig ist. Und vor allen Dingen denkt ihr auch, mit dieser Fähigkeit, gerade der Ulti, könnte Wraith dadurch nutzlos sein. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und ich bin nach wie vor immer noch nicht so sicher, ob das vielleicht ein bisschen zu krass sein könnte. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Das war's von mir. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.